Ja, es gibt so Themen, da sind die Deutschen irritiert. Da gibt es Themen, da regen die Deutschen sich auf. Und da gibt es Themen, da werden die Deutschen hysterisch. Umweltschutz zum Beispiel. Ozonloch. Das Ozonloch. Oh, wie Wahnsinn, das Ozonloch. Haben Sie Probleme mit dem Ozonloch? War doch toll im letzten Sommer, oder? Wir kriegen hier Mittelmeerklima. Hat man uns versprochen. Ja, dann steigt der Meeresspiegel um einen halben Meter. Von mir aus kann er mit 3/4 Meter steigen. Leben wir hier in Bangladesch oder in Holland? Da sind wir doch endlich die dämlichen holländischen LKWs los. Das ist erlaubter Rassismus, ne? Je mehr holländische LKWs wir jetzt ohne Katalysator direkt vor uns herfahren lassen, desto schneller haben wir die hinter uns. Diese ganze Umwelthysterie, da sterben jetzt ein paar Tierarten aus. Ja, wie furchtbar. Ja, es ist schrecklich. Gucken Sie mich nicht so böse an. Aber jetzt mal ehrlich, jetzt mal unter uns. Haben Sie wirklich Probleme mit der Vorstellung, ab morgen ohne Blauwale und Delfine leben zu müssen? Hier in Bonn? Ich nicht, ich muss Sie enttäuschen. Ich würde nicht einmal Elefanten ernsthaft vermissen. Was? Thunfisch ja. Aber Elefanten? Das ist doch alles Willkür. Der eine macht keinen Thunfisch, der andere macht keine Delfine. Wer hat da recht? Wer entscheidet sowas? Tierschützer, das sind die größten Willkürmenschen überhaupt auf diesem Planeten. Machen Sie die Probe. Machen Sie ein Schild hinten aufs Auto, ich bremse auch für Tiere. Allein der Schwachsinn dieser Aufkleber. Kann ich ins Lenkrad beißen, wenn ich sowas sehe? Wenn ich nah genug ran bin, um das Schild lesen zu können, habe ich da eh keine Chance mehr. Soll das die Füchse lesen zur Beruhigung oder was? Ist doch genauso wie diese Aufkleber Achtung Baby an Bord. Bitte, was soll mir das sagen? Vorsicht, Schnarchsack am Steuer. Oder glauben diese Leute allen Ernstes, ich würde mir das im letzten Augenblick mit dem Auffahrunfall nochmal überlegen? Vorsicht, da ist ein Kind drin. Fahr da drauf, fahr da drauf. Dann die Kinder, die armen Kinder, die armen, unschuldigen Kinder. Egal, was auf der Welt passiert, und es passieren schreckliche Dinge. Naturkatastrophen, Kriege, Massaker, ethnische Säuberungen, egal was los ist. Jedes Mal in den Nachrichten mit so ganz betroffenem Unterton. 50 Tote, darunter Frauen und Kinder. Ja, wenn die jetzt nur Männer abgeknallt hätten, hätte ja keiner was gesagt. Aber Frauen und Kinder, da hört vor Ulrich Wickert der Spaß aber auf. Ich warte auf den Abend, wo der Wickert sagt, 50 Tote, zum Glück nur Männer. Ich liebe diese Aufkleber, hier. Mein Lieblingsaufkleber. Achtung, wertvolle Turnierpferde. Da fahre ich ganz vorsichtig. Kann ja auch ein Geldtransporter vom Schokomühle sein. Wenn hinten drauf steht Kleppergaul, kann man einfach so reinfahren, überhaupt kein Problem. Angefangen hat der ganze Schwachsinn ja mit den Schildern an der Autobahn. Achtung, Nebel. Entweder es ist Nebel oder ich kann das Schild lesen. Aber solange wie Sie diese Schilder und Aufkleber überall sehen, da können Sie ganz beruhigt sein.
Da wissen Sie, ich muss noch in Deutschland sein. Der Deutsche glaubt ja nicht, dass Nebel ist, wenn kein Schild da steht. Aber Sie wollten ja die T-Shirts testen, also. Schild aufs Auto, ich bremse auch für Tiere. Von mir aus auch im Nebel noch dahinter, das spielt keine Rolle. Jetzt suchen Sie jemanden, der auch so ein Schild hinten drauf hat, überholen den oder die auf der Landstraße und steigen direkt davor volles Rohr in die Bremse. Haben Sie schon mal gemacht, oder wie? Aber davon geträumt. Okay, wenn die dann wütend aus dem Airbag gekrabbelt sind, müssen Sie sich ernst halten. Das ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Dann erklären Sie freudestrahlend. Haben Sie gesehen? Haben Sie gesehen, wie ich gerade dieser seltenen Fliege ausgewichen bin? Sie haben mein Schild nicht gelesen, oder? Es steht aber groß hinten drauf. Bremsen um der Bremsen willen. Was maßen wir Menschen uns eigentlich an? Wir teilen die Tierwelt willkürlich ein in nützliche und unnütze Tiere. Wir produzieren Hundekuchen und Mausefallen. Warum bitte schön nicht umgekehrt? Mal als Maus gefragt. Oder als Mensch, ich bin gegen Hunde und Katzen allergisch, gegen Mäuse und Insekten nicht. Meinen Sie, ich kann irgendwo Insektenfutter kaufen? Oder Sie kriegen Katzenspray oder Hundeklatschen, kriegen Sie nirgends. Sven im Marktglück, ich sehe es in seinen Augen blitzen. Es gibt Leute, die regen Sie ernsthaft auf, die machen einen Stand in der Stadt, weil Frösche beim Überqueren von Landstraßen keine Chancen mehr haben. Sonst die Frösche jetzt besser haben als Kinder und alte Leute. Für die stellen wir auch keine extra Eimerchen auf, oder? Seniorenfangzäune oder was? Achtung, Seniorenwanderung, das wäre nochmal. Das wäre ein Schild. Aber auch die Frösche müssen lernen, wir leben in der freien Welt, wer zu langsam geht, den bestraft das Leben.